Personenschäden und Schmerzensgeld. Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Oliver Menke, ich bin Jurist in der Kanzlei Züll, Hermannsen, Schlüter, Neuskirchen und bin hier überwiegend mit der Schadenregulierung und Abwicklung nach Verkehrsunfällen und anderen Verkehrsangelegenheiten beschäftigt. Ja, ihr seid Opfer eines Verkehrsunfalls geworden und habt leider neben dem Sachschaden auch einen Personenschaden erlitten. Die erste Frage, die sich natürlich stellt, bekomme ich Schmerzensgeld? Und wenn wir das relativ schnell abgehakt haben, weil die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr groß ist, wenn es auch unverschuldet war, dieser Unfall, wie viel bekomme ich? Wie überall im Leben dreht sich alles ums Geld. Ja, wie viel Schmerzensgeld bekommt man? Diese Frage ist pauschal gar nicht so einfach zu beantworten. Es kommt natürlich auf die Verletzungen an. Also, was muss vorliegen? Ich muss einen Unfall gehabt haben, der durch einen anderen verschuldet wurde und ich muss einen Personenschaden erlitten haben. Einen Personenschaden habe ich dann, wenn ich Schmerzen habe. Das heißt, juristisch gesprochen, in meiner körperlichen Unversehrtheit verletzt und eingeschränkt wurde. Jetzt ist natürlich die Frage, für welche Verletzung bekomme ich wie viel? Auch das ist pauschal nicht zu beantworten. Natürlich geistert dann immer die berühmte Schmerzensgeldtabelle rum. Ja, was ist denn die Schmerzensgeldtabelle? Die Schmerzensgeldtabelle ist nämlich nicht das, was sich der Laie vorstellt. Es ist keine mathematische Tabelle, wo drin steht Schulter 400 Euro, Kopf 1000 Euro. Nein, dieses hier ist die berühmte Schmerzensgeldtabelle. Ihr seht, ein ordentlicher Schinken, ähnlich einem Telefonbuch. Es ist im Grunde ein Sammelsurium von unendlich vielen Gerichtsentscheidungen, die in Deutschland mal ergangen sind, zu verschiedenen Verletzungen. Hier muss man sich dann entlanghangeln und es gilt im Prinzip nur als Anhaltspunkt eines geltend zu machenden Schmerzensgeldes, dass man eine gewisse Range abstecken kann und nachher ist es mehr oder weniger auch Verhandlungssache mit der gegnerischen Versicherung oder dann auch vor Gericht, ein für euch akzeptables und angemessenes Schmerzensgeld hier geltend zu machen und letztlich durchzusetzen. Ganz wichtig für euch, wenn ihr in dieser Situation seid, bitte als erstes beim Anwalt melden, noch davor am besten zum Arzt gehen. Personenschäden müssen von Anfang an direkt ehrlich dokumentiert sein. Krankschreiben lassen und euch dann bei uns gerne melden. Unter den hier eingeblendeten Kontaktdaten sind wir gerne für euch da und unterstützen euch dann bei der weiteren Durchsetzung und Geltendmachung eurer Schmerzensgeldansprüche. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten folgt uns gerne auch für weitere hilfreiche Videos auf unserem YouTube- und Instagram-Kanal. Und bis dahin, fahrt vorsichtig, passt auf euch auf und rechnet mit den Fehlern der anderen.